zu sagen, oh, das Treppenlaufen hat uns jetzt einen Unfall beschert, zu sagen, Moment. Die Ursache ist steil. Wenn wir gucken, wie viele Büroarbeitsplätze gibt es und wo geht die Entwicklung hin? Danke. Jetzt gucken wir, du hältst es hier hin. Warum hältst du den Stift nicht dahin zum Lesen? Ja, stimmt. Könnte ich machen, ja. Und warum stehen so viele Bildschirme auf dieser Höhe? Das weiß ich auch nicht. Ja, du hast doch da gelesen. Ja. Aber ich muss dahinter fragen, was das ist. Das haben wir eigentlich ganz gut. Aber sie macht auch sehr viele Dinge aus dem Bauch. Führen sie intuitiver, ja, aus dem Bauch. Ja. Aber man hat ja auch nicht viel Zeit. Der dritte Ansatz, den ich referiere, ist der Ansatz auf einem eine Art Fahrradfahrbewegung am Schreibtisch. Aus folgenden Gründen. Ich kann an einem normalen, höhenverstellbaren Schreibtisch arbeiten. Ich brauche kein großes Sonderequipment. Ich kann das Gerät aber hinschieben und dort arbeiten, wie bisher, wie es vorher auch möglich war. Also diese drei Phasen sind wiederkehrend. Das ist in uns Menschen irgendwo so verankert. Erstmal dagegen sein, erstmal belächeln, dann dagegen sein und dann sagen, hey, alles super und toll. Bewegungspotenziale über den Tag, wir haben da auch einen Check gemacht, eine Checkliste, wo Sie Ihre Mitarbeiter mal fragen, was sie alles machen können, ja, beginnt im Prinzip mit dem Aufstehen und endet mit dem ins Bett gehen.